unpopular. Hallo, ich hab doch, ich hab... Wie viele Freunde hab ich? Ich hab 18 Freunde oder so, ne? 18 Freunde? 20 sogar, hallo? I'd love to chat, but you're unpopular. Get on the ground and shut up or your brains are going on the fucking wall. Hey, Vince, how's it going? Just doing the new kid around today? Yeah, already been to the bank. Hey, Butters, sweet kid. Oh, was kann das nur sein? Würde ich echt gern wissen. Wow, I like how the bridge of the nose is more symmetrical. Ja. Ah, da gehen wir noch hin. Kanal gehen wir später hin. Das kommt noch. Tak-tak-o. Can we please get back to playing the game? It'll be way more fun than this. Yeah. They're gonna interview me for a piece on youth narcissism. I can't wait to read about me. Oh. Maybe they'll put a picture of me in the article too. Yeah. Taco. It's taco time. Who is the coon? Oh yeah, Timmy! Timmy! And the Lord of the Underworld. Have you seen this Mexican answer to Mantequilla? Oh, ist das schön. Give it back! Give it back! Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy! Oh, not God. Anymore, it's not! Oh, did baby lose her toy? Okay, kämpfen wir für Justin Bieber. Who is this? Be a kid if you know it's good for you. Puppe. Okay, machen wir sie fertig. Fellas, we can work this out. Es sind noch ein paar Mädels. Ich zieh die ab. Ha. Und jetzt kommt Ballas. Legt euch nicht mit Ballas an, weil Ballas macht euch fertig. Feel my righteous fury. Oh, die hat auch einen Schlag rein. Aber ich hau stärker rein. Zeig's ihm, Ballas. Oh, andere Seiten zieht sie es auf. Aber dann zeige ich dir auch was anderes. Mein Bogen. You like beating up on girls? Ja. Oh, I hope they didn't break it. Oh, phew. He thinks. I owe you one, kid. Yay. That was so amazing. What you did for me, I won't forget it. Okay. Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Find him, and when you do, return to me. Alles klar. For the life of me, I can't explain how I keep losing all my underpants. Ja, vielleicht klaue ich die, aber vielleicht auch nicht. Pokémon. Haben die auch was? Taco. Alter, wie ich einfach die Steine weghaue. Mit meinem mächtigen Schwert. Oder Deutsch. Ich bin ein Dieb. So. Ich bin Clown. Ausleihen natürlich. Ich bin ja der Held der Stadt. Ich klaue nicht. Hey, kid, maybe you can help us with something. Klar. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town, and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop, chop! Genial, genial. Die hat's echt drauf. Die hat immer gute Ideen. Okay.
War das? Wir suchen Jesus. Und dann verprügeln wir die verdammten Obdachlosen. Mit Jesus, mit Gottes Gnaden. Mit Gottes Segen meine ich natürlich. Was sage ich denn da? Was sage ich denn da? Mit Gottes Segen verprügeln wir diese verdammten. We've been getting reports of a bunny rabbit running around people's yards. I'm gonna check it out. Diese verdammten Obdachlosen. Ah, lass mich mal in Ruhe. Ich muss Jesus finden. Jesus. Wir fangen an in der Kirche. Wo ist er? Da ist er. You found me. Yeah. Next time finding me won't be so easy. Jesus. Jesus Christ. Wir haben Jesus gefunden. Do not despair, for many find Jesus only to lose him later. But the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. Soll ich nochmal suchen? Find Christ, my son, and you shall be greatly rewarded. Was hast du, Idiot? Du hast ihn laufen lassen. Jetzt müssen wir nochmal suchen. Einfach nochmal in der Küche. I don't even like donuts. That's the sad truth. No, aber man muss trotzdem Donuts essen, obwohl er sie nicht mag, der Arme. Vielleicht ist er nochmal in der Küche. Hihihihihi. Wo könnte er nur sein? Ist er in der Gang? Ist er vielleicht hier? Nein. Wo ist er denn? Da ist er. Well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this, but I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Yeah. Yeah, I've been level 3. Yeah, ich habe Jesus als Freund. Und ich kann ihn endlich herbeirufen. Yeah. Also erstmal fett Freunde absahen. Ich bin froh, dass du Gott gefunden hast, mein Sohn, aber sei immer wachsam, denn er kann in Zeiten der Not an den ungewöhnlichsten Orten gefunden werden. Ich habe ihn mal in meinem Kamin gefunden. Liebes Tagebuch, heute habe ich einen neuen Freund gefunden, der war wirklich nett. Ich hoffe, er mag mich. Ja, ich mag dich. Gay. Was ist denn Level 3? Neue Fähigkeiten. Oh. Das muss ich. Yep, das mache ich machen. Positive Statuten werden weg abgezogen. Ach nach was? Ich bin jetzt Level 3. Dann muss ich. Also, kann ich immer noch nicht, verdammt. Oh, aber die Kloster. Vom Töten, ey, die töte ich doch gar nicht. Ja, die hauen doch nur ab. Mehr Geld oder. Ich bin jetzt Moneyboy oder. Aber theoretisch, ich kann ja. Genau. So ist das auch gut. So. Dann ich schaue wieder den Bogen, den ich einbluten lassen will. Okay, ich habe jetzt. Oh, die Waffe stinkt auch schön. Moment. Oh, die hatte so einen schönen Dunsthaufen da, so einen schönen Widerlichkeits-Buff. Nicht Buff, also ja, die schimmert schön grün. Die ist jetzt, keine Ahnung, toter Vogel. Was war das, toter Vogel oder so? Ja, ein toter Vogel. Lecker Schmecker. So, jetzt haben wir Jesus gefunden und haben aufgelevelt. Ich glaube, ich mache für heute ein bisschen Schluss. Wir haben genug gefunden. Wir haben heute schon genug gemacht. Wir haben, ich glaube,
fast ganz South Park entdeckt. Fehlt nur noch hier der untere Teil, da waren wir noch nicht. Aber sonst waren wir in ganz South Park. Und natürlich in Kanada waren wir noch nicht. Das ist geheim. Das zeige ich auch noch, wie hier Kanada. Das werden wir noch schön bereisen. Das wird echt schön. Die Farmen muss man auch noch. Und im Wald waren wir auch noch nicht. Ja, es gibt auch vieles zu tun und vieles zu entdecken. Wir haben jetzt gerade nur die Spitze des Eisbergs entdeckt, ne? Da wird noch echt viel auf uns warten. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Also falls ihr Bock habt, immer schon reinschalten. Schaut doch halt bei anderen Let's Plays vorbei, ne? Vielleicht irgendwie so Rainbow Best Moments. Naja. Haut rein, Leute. Ciao. Smoke weed every day. So, Leute. Jetzt geht's weiter mit dem himmlisch guten Let's Play. es geht weiter nach einer etwas längeren Pause mit South Park, The Stick of Truth. Es gab halt eine längere Pause, weil ich zum Teil keine Lust hatte, mir das zu spielen und da kamen noch andere Sachen dazwischen und ich hatte vor ein paar Tagen auch dann mal weitergespielt und dann gemerkt, dass irgendwie Shadowplay jetzt Probleme hat mit meiner mit meinem Sound von meinem Mikro, also dann knistert es. Ich nehme halt den Sound mit Audacity auf und den Spielsound halt mit Shadowplay. Also so klappt es halt, kein Knistern, also irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, also wir sind jetzt hier zuletzt in der Kirche gewesen und haben fette Aufwertung verfügbar, ne? Und dann machen wir das. Ah doch, doch hier. Ich bin, muss gerade wieder reinkommen kurz. Ach ja, den Vorteil haben wir auch noch verfügbar. So, machen wir das mit dem Nahkampf, mehr Nahkampf Schaden und danach dann das mit dem mehr Schaden für Distanzwaffen. So. Jetzt ist ein bisschen blöd, also ich hatte jetzt wirklich jetzt. Nein, ich will jetzt nicht kämpfen. Ich habe 2,5 Stunden halt gespielt. Und jetzt ist alles für die Katzen. Jetzt muss ich alles nochmal neu machen. Ja, jetzt mache ich erstmal das mit. Also mit den Mongolen mache ich später. Ich gehe jetzt zu Kennys Mom wegen den wegen der Lieferung von Tweak. Die Obdachlosen nehme ich halt so zwischendurch. Genauso wie Schweinebärmann und Timmy und Versteckspiel. Den Slave gebe ich bald außer noch seinem. Vielleicht mache ich das sogar jetzt. So. Erkältung ist da. Leider. Und das im Sommer, das ist echt super. So, laufen wir mal hier durch. So, wir haben ja gerade eben Jesus freigeschaltet. Ah ja, hier können wir gerade noch ein Kind finden. Okay. So, jetzt haben wir 1 von 6 Kindergartenkindern schon gefunden. So, wie gesagt, Jesus hatten wir vorhin, in der letzten Folge freigeschaltet, glaube ich. Ich meine, es wäre in der letzten Folge gewesen. Jedenfalls schalten wir jetzt auch Mr. Slave frei als Weggefährten. Nicht als Weggefährten, sondern als Kämpfer in der Not, den man beschwören kann. Thanks, Kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. Oh, jetzt haben wir doch einen neuen Freund und haben einen neuen Vorteil verfügbar. Yeah, preiset. Oh, preiset die Rohlederpeitsche. Oh, Mann. Na, jetzt hier. Babum. So. Ah, ja. Mighty Frost Giant, I stand in awe of you, hero. Wow, wir sind so krass. I
continue to admire your awesomeness. Ich bin so genial, ey. Ah ja, gehen wir gerade mal hier zum Boslowski. Helf dir mal ein bisschen. Ja, okay, können wir noch nicht. Die hatte ich. auch, ich mache jetzt, ich spiele jetzt gerade alle quasi alle. Ich spiele gerade alles nach, was ich vorher gemacht habe. Gehe jetzt gerade alle Schritte. Gehe ich gerade nach. Well, this is Stan's house, but he isn't here right. So, das ist eigentlich, das hatte ich auch schon in dem Run von gerade eben, von vor ein paar Tagen erwähnt. Wir kommen hier mit unserem Freund Butters in ein fremdes Haus rein. Also für uns ist das ja fremd. Der sieht Butters, okay, Butters Kind, aber der sieht uns, ein fremdes Kind. Er guckt uns an, er sieht, steht einfach, in, also sitzt da in seiner Unterwäsche. Also nur in seiner Unterwäsche. Und er guckt uns einfach nur an, wie zwei Kids einfach in sein Haus reingehen. Hey guys, grab a beer and join me for Sports Center. Und gibt uns einfach Peterson's Bier. Das ist schon ein krasser Typ. Okay, gesundheitskrank. Panflötenspieler, wow. Ah, wir haben zu viele, wir hätten nicht so viele Tempotranks kaufen sollen. Aber die sind ziemlich nützlich, aber die finde ich auch überall. So, alles nehmen. I'm never coming out! I'm never coming out. I'm sure he'd kill you his underwear if you just asked. Oh, Bild von Wendy. Ich glaube, in die ist er immer noch ein bisschen verliebt. So. I'm never coming out. I'm never coming out. Und Tom Cruise lässt uns nicht in seinen in den Wandschrank rein. Stan's dad takes big shits. Krass. Sind da noch Kacke drin? Ich glaube nicht. Oh, so. Ein bisschen durch duschen. Lalalala. So, kommen wir ins Zimmer der Schwester. Also hier müssten, glaube ich, die Eltern sein. Ja. Schreckgewicht. Schwert der tausend Wahrheiten. Eine der geilsten Folgen, finde ich. Die Warcraft-Folge. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. Puh. Wenn ich will, hat schon, ne? Boah, 7 neue Freunde, das ging jetzt schnell. Achso, da waren noch die alten. Ich habe gerade eine neue prominente Kundin bekommen. Ich kann dir ihren Namen nicht nennen, aber ich kann dir sagen, dass sie ein 90 Meter großer Roboter-Dino ist. Komm schon, ein Tipp. Ah ja. Spokemon! So haben wir hier. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob man hier nochmal durch kann. Ah, ich glaube gerade nicht. Oder hier? Nein. Oh, eine Comics-Garagenschlüssel. Gehen wir mal zu den netten Leuten. Ah, das sind nette Leute. Yeah, yeah, we got the package for Tweet Coffee. You got the envelope? These witch doctors must be cooking up a secret potion. I wonder if it's a healing potion. Hey. That's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh shit, it's a kid! Uh-oh, sind wir nicht? Well, here we go again. So, nehmen wir direkt mal einen Tempotrank, da können wir zweimal hintereinander angreifen. Ha, damit, all day, Pig. Damit haben sie nicht gerechnet. Ja, geiler Scheiß, Mann. Und ich ziehe direkt den Penner ab, ey. Den Junkie. Abgezogen, ey. Und zieht direkt die seine Bitch auch noch ab, ey. So, du bist auch noch abgezogen. Ey, das ist voll sexistisch. Nur weil es eine Frau ist, hat sie wenig. Oh, benutzt die Spritze geil. Nur weil sie eine Frau ist, hat sie weniger
Lebenspunkte. You gonna arrest me or what? Feel my righteous fury! Werden unsere Helden die doch nicht ganz so netten Leute besiegen? Und werden sie rechtzeitig Tweaks Lieferung abgeben? Und werden es die Zuschauer verkraften, dass die heutige Folge nicht wie im Uploadplan stand, Link in der Kanalbeschreibung, um 17 Uhr kam? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth. Mein Name ist Omniton und ciao! Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!